in Jeans und Trachtenjanker. Wie kam die Kombi? Einfach aus Bequemlichkeitsgründen. Ist eine Lederhose so unbequem? Nein, ich habe normal eine elegante Hose dazu mit der Trachtenjacke. Aber auf der Wiesn ist mir das ein bisschen zu viel gestylt. Absolut, kann ich auch verstehen. Haben wir noch nicht gesehen, dieses Jahr gar nicht auf der Wiesn ist. Also eine Premiere. Herzlichen Glückwunsch. Was ist das Besondere an dem Olympiastammtisch heute? Ja, der ist deshalb besonders, weil eben viele Olympiasieger da sind und Weltmeister. Und weil wir uns seit Jahren immer treffen, nicht nur da, sondern sonst auch. Und so halten wir die Sportgemeinschaft am Leben und es macht richtig Spaß, auch mit den jüngeren Kämpfern zusammen zu sein. Geben Sie uns und den Zuschauern doch mal so einen kleinen Einblick, über welche Gesprächsthemen da gesprochen wird. Ach, da wird zwar auch über Sport gesprochen, natürlich, oder so wie heute über die Vergabe der Fußball-EM oder WM, aber im Prinzip geht es um alles. Wir kennen uns ja auch privat, also ich denke mal auch nicht viel anders wie die anderen Wiesnbesucher. Wie viele Wiesentermine stehen bei Ihnen persönlich dieses Jahr an? Weiß ich noch nicht. Ich schätze mal so 4. 4 ist aber auch schon eine ganze Menge. Ja. Doch, das 4 bringe ich schon zusammen. Also fleißiger Wiesengänger. Ja. Gut, wenn man seit dem 4. Lebensjahr auf die Wiesn geht. Das muss sein. Ja, muss genau. Sein. Das gehört dazu. Nur, ich sag mal, es müssen nicht immer diese extremen Auswüchse sein. Dann wünschen wir Ihnen heute noch einen entspannten Nachmittag hier im Weinzelt und ich gebe ab auf die Empore. Ja, danke schön.